Herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Empyrion Galactic Survival von Ilion Game Studio. Auf dem Glück, mit dem Glück, neue Turbinen bekommen zu haben, die wir bis jetzt noch nicht getestet haben. Jetpack an, falls er mir auseinanderfliegt. Und dann müssen wir auch erstmal rein und testen, was er für Energie verbraucht. Habe ich vorhin nicht hingeklatzt. Und was ich eigentlich und uneigentlich ja noch einbauen wollte, waren die RCS. Manu, Schwachkopf. Nicht kann ich. Nicht. Ich habe noch Stahlblöcke. Was ist denn das? Schubdüse schräg. Die für... Ach, weil ich noch mehrere für unten drin habe. Mach mal... Das war wieder erwartend. Ein bisschen hoch. Alter! Jetzt habe ich ein bisschen Schiss, mit dem Ding überhaupt loszufliegen. Was sagten Stromverbrauch 68% im Leerlauf? F. Kann ich jetzt runter und wieder? Irgendwann wieder hoch? Hier. Dann hacken wir den nämlich aus. Dann habe ich den gesehen. Da kann ich dort 2, 3, 4, 5, 6, 7 RCS oder so einbauen. Alter, wie komme ich jetzt hier rein? F, aber ganz fix. Zack und runter. F und... Nein, mach doch vorher erstmal aus, Klaus. So, und nimm mal das in der Hand. Du machst mich nervös, wenn du das Apparatur in der Hand hast. Dich macht alles nervös. Nein, alles nicht. Das ist ein Generator. Ach, komm hier. RCS, RCS. Habe ich noch ein paar... Steinchen, wollte ich gerade sagen, übrig. Wieso habe ich denn hier... Ach nee, das sind die alten Triebwerke gewesen, oder? Ich hoffe mal. Habe ich hier nicht, hier nicht. Hier bestimmt. Stahlblöcke. Gehärtete Stahlblöcke ist kleines Raumschiff Bodenkleider. Ah, jawohl, ja, Kol, ja. Wenigstens sowas habe ich noch liegen. Könnte ich das hier schützen? Ja, das bringt, glaube ich, ja nichts. Hier könnte man als... Ja, wir haben 30 neue Blöcke drin. Ich hatte es letzte Folge gesagt. Aber ich habe damit nicht gerechnet, dass das gleich so extrem übertrieben ist. Da war die Rede von Fensterblöcken. Habe ich den hier nicht mal abgegradet? Bin ich so besoffen gewesen? Ernsthaft? Steuerung. Shift. Ah, nicht Steuerung, Shift war es, genau. Ach komm. Haben wir gehärtete Steinplatten da? Bestimmt nicht. Nicht in den Mengen, nicht. Drei. Ja, dann weiß ich wenigstens, was ich jetzt bauen kann im Nachhinein. Ah, Spacko. Jo, machen wir mal. Wo sind denn meine gehärteten? Meine Satiumbahn. Auch fort. Das kann jetzt. Mach mal bitte 100. Vorher gehe ich hier nicht weg. Doch, gehe ich. Ich kann ja hier schon mal die Düse. Wir haben noch keine Düse für. Ach, für nach unten eingebaut. Ich mache immer wieder irgendwas anderes. Ja, aber die möchte ich jetzt schon mal mitnehmen. Wenigstens. Und hier, siehst du, auch wieder vergessen. Komm, gib mal schön die Kürbisse her. Bis wir wieder da sind, kannst du neue anpflanzen. Und ins Eisen gucken wollten wir auch. Auf dem Mond wollten wir auch die Basis klar machen. Habe ich eigentlich schon genug Munition? Habe ich doch auch nicht gebaut. Was habe ich denn wieder nur alles gemacht? Nur Blödsinn.
50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Wenn das eben jetzt nicht... 900? Hier fehlen doch noch. Nee, stimmt. Ja, mach mal nur 900. Okay, das könnte auch wieder ein bisschen zu viel sein. Machen wir nur 800. Also ein 500er Stack und dann 300 drauf, damit wir hier bei 424 sind. Ich könnte natürlich jetzt einzeln wieder ein paar mehr machen, aber nein. So, nimm mit. Dann können wir den oben mal vorne wenigstens ein bisschen upgraden, dass er ein bisschen mehr verträgt. Weißt du, hier so... Stopp, 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 stopp. Das ist raus. Du Spiegel. Und ruckelt. Seit wann ist denn das so? So, wie viel haben wir verloren? Gar nicht. Dann bin ich hier fertig. Mit den neuen Düsen sollte das ja wohl locker möglich sein. Ich lasse mich doch von dir nicht verarschen. Die Düse nicht kann, ist klar. Und das hier sollte eigentlich gehen. Mal. Das ist ja auch nur ein geringer Schutz. Ich hätte mal vorher noch einen Vergleich machen sollen, ne? Zu spät. Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Funktioniert das auch im dualen System? Ach, zu spät, zu spät. So, das, 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 das. Und das, und das. Und das auch. Dann haben wir den hier drüben soweit. Ich das sehe. Das heißt aber nicht viel. Ich sehe nicht viel. Ach, ach, ach. Ja, und jetzt? Achso, keine Multiladung. Keine Multiladung, sozusagen. Dich halt mal noch nicht. Nein, kann ich dich upgraden? Nein, kann ich nicht. Was? Da. Ich hatte doch sauber gezielt. Achso, hier oben drauf hatte ich ja schon. Jetzt fehlt nur noch unten runter. Da hat man nicht. Ja, hier meckerst du wieder, das ist klar. Aber so meckerst du nicht. Du hast nichts zu melden. Wie kriege ich ihn? Jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, wie ich den mit runter machen wollte. Ist doch aber auch egal, oder? Ja, das geht schon wieder etwas einfacher. Innenseiten. Da komme ich wenigstens noch ran. Komme ich nicht mal hier an die Seiten ran? Nee, das zählt halt als Düse, ne? Und die kann ich auch nicht upgraden. Innen drinne die Teile natürlich auch nicht. Aber was soll's? Was soll's? Aber hier nehmen wir den ganzen. Wir haben zwei hoch. Hier nehmen wir auch noch einen ganzen Reihen. Hier nehmen wir noch einen ganzen Reihen. Hier nehmen wir wieder einen ganzen Reihen. Hier nehmen wir mal einen ganzen davor. Ja, das kann ich auch später machen. Hm, setze ich mal rein. Mach mal. Ne, mach mal nicht aus. Mach mal. Alter. Gut, die Drehung ist immer noch schlecht. Die ist. Oh, ey. Jesus Maria. Und Josef.
Wo sind die Basis hin? Da. Ui, ui, ui. Ja, es hat sich definitiv gelohnt. Das macht Spaß. Allerdings immer beim Stromverbrauch von 100%. Da muss ich nochmal... Oh, nein. Ja, so. Und... Hörst du mal auf, so rumzuschnippen? Ach, weil die von oben fehlt. Macht sich das jetzt wirklich bemerkbar, dass die Düse für oben fehlt? Lässt sich auch nicht gerade einfach dosieren mit hoch und runter. Nimm mal bitte das in die Hand. So, Sauerstoff haben wir minimals verbraucht. Kürbis habe ich noch einstecken, verdammte Axt. Schwach, wieder was vergessen. Dann ist der Rest schon wieder nachgewachsen. Ja, ist ja nur was zu essen. Spacko. Nee, hier nicht, sondern... Hier, Boss. Ach so, das waren jetzt zu viele sozusagen. Ja, machen wir das jetzt so rum. Dann haben wir ein paar auf Lager. Warum auch nicht? Viel kann man damit leider nicht anfangen, was man auf Lager hat. Doch, man kann. Habe ich das überhaupt schon mal gezeigt? Bibliothek, Baupläne. Könnten wir uns eigentlich auch mal alles herstellen, ne? Hier sind die Sachen, die man einstellen kann. Hier rechts seht ihr, was es wird. Und hier in der Mitte seht ihr, was es kostet. Und hier unten, wie lange es dauert. Objekt erzeugen ist, wenn die Zeit schon fertig ist, in Fabrik. Dann springt da eine Seite sozusagen weiter und dann könnt ihr die ganzen Materialien dort reinpacken. Oder auch Blöcke, Waffen und sonst irgendwas, was dann da drin angeblich automatisch zerlegt wird. Keine Ahnung, ich habe es seltenst benutzt. Das ist schon ewig her in meinen ersten Spielen irgendwann mal. Tja, ihr bettet schon fast da drum, oder? Ja, so viel Krabbel, wie ihr hier macht. So, ist mal was. Die Düse muss noch dran, verdammte Axt. Ich kann sonst nicht gescheit fliegen. Ganz genau so nicht, das stimmt auch wieder. Ach Mann, packe ich die hier unten... Muss ich die hier außen hier vorne dran klatschen oder was? Geht denn das überhaupt? Ach so, ne? Auf die Art und Weise. Ja, aber darunter kriege ich es gar nicht. Außer hierhin. Ob sie da rausguckt oder nicht, ist ja dann egal. Ach komm, wir haben's. Wir haben's. Warum sollten wir es dann nicht machen? Dann können wir auch den hier rausfrischen. Schreck mich doch nicht so. Hi. Warum parke ich auch genau da drauf? Hast recht, hast wahr. Und wieso sehen die verschieden aus? Na, da war ich ja auch mal maximal blind. Oh, was hat denn das für ein Hitpoint? Schwein, ob das der nicht repariert hat, ne? Haben wir noch so ein Geschütz da? Lasergeschütz? Ach, deswegen Raketenwerfergeschütz. Nein, haben wir nicht da. Haben wir keinen Bruder für den da oben. Basis. Minigun war es nicht. Lasergeschütz war es nicht. Artilleriegeschütz war es nicht. Selbstschussanlage war es nicht. Kanonengeschütz war es. Raketenwerfer, Flak und Plasma. Bauen wir doch mal gleich drei von dir. Hier, die können wir schon mal mitnehmen. Und das kannst du schon wieder reinpacken. Kannst du sowieso immer gebrauchen. Düse haben wir dran. Heißt, wir können auch die Steinchen hier wieder reinpacken. Nein, das war falsch packen. Und hier kommen sie rein. Warum? Ja, weil hier die ganzen Steinchen drin sind. Großes Raumschiff bauen wir noch. Aber wir haben jetzt auch auf dem Mond noch so viel zu tun. Da ist noch ein bisschen Zeit. Auf dem Mond haben wir ja noch gar keine Bambule gemacht. Und ich wollte euch doch noch... Ach, auch wieder vergessen. Da könntest du hier... Alter Schwede. Ja, ich wollte doch
Weil ich gerade wieder sehe Strom. Ich muss wieder zurück. Aber hier oben drauf sollten wir vielleicht nicht mehr allzu oft landen. Da unten ist besser. Ne, das war... Ja, ach nee, das war seitlich. Ich will hier und raus und... Ich wollte doch hinten noch Platz schaffen, deswegen habe ich das dann dort gesehen für... Was ist denn das? RCS? Oh. Ist hier drunter noch Platz? Nein, hier ist bestimmt die Düse. Eins, zwei, drei. Nee, hier ist auch kein Platz. Muss ich das RCS wieder rausschmieden und woanders reinschmieden. RCS ist ja nur Stream-Modul. Warum das so schlecht rechts-links geht, weiß ich nicht. Ja, machen wir hier das RCS raus, machen noch einen Generator rein. Kraftstofftank brauche ich dann auch. Das ist Sauerstofftank, das ist die Sauerstoffstation. Das braucht man nicht so dringendst. Kann ich denn aber die rausbauen? Oh, da hätte ich auch hier rausbauen können. Das mal verstehst du? Ne, jetzt brauchst du nicht reparieren, mein Freund. Dass wir hier noch einen Generator reinbauen. Ne, kleines Raumschiff bitte hier drüben. Bis. Zeig mal bitte alle. Manchmal zeigt er auch einfach nicht alle an. Großes Raumschiff BA. Kleines Raumschiff BG, siehst du? Und wenn du hier auf kleines Raumschiff gehst. Ja, dann ist er hier auch wieder da. Auch keine Ahnung, wo ich hingeguckt habe. Kleines Raumschiff, genau. Generator. Bringt 1,8 Megawatt. Ich auch gern noch mal einen Treibstofftank. Der ist 1x2. Bauen wir später rein. Mit der Munition, bist du bald mal fertig? Ja. Das sieht gut aus. Die nehmen wir auch noch mit. Das packst du bitte wieder rein. Und jetzt fliegen wir erstmal schnellstens, während der hier unten baut, zu unserem Shitty Migi Herz. Wo geht's lang? Hier geht's lang. Eins. Nachladen. Ach, hier ist geladen. Nach Westen. Wo ist es? Ja, direkt im Westen. Macht Spaß, muss ich sagen. Strom reicht für 37 Minuten. Ja, und wir packen ja dann auch noch einen Treibstofftank rein. Gefarmt habe ich natürlich nur ein paar Stunden. 3, 4. Findige von euch werden jetzt das ausrechnen können. Ihr wisst ja auch, zweite Folge und so. Wo ist es? Da ist es hin. Ich bin leicht abgeglitten. Bei dem Power und am Arsch mittlerweile auch verständlich. Oh, wie soll ich denn hier gezielt landen? Das war ja beim letzten Mal schon nicht so einfach. Na, mach einfach die Bäume weg, ne? Hier, fortrasiert, fortrasiert. Klappt besser als auf dem Haus. Ja, wacke dich zurecht. Hast dich eingeparkt. Fein. Also auch. Ist ja was weggegangen? Also das rundherum habe ich freigelegt. Auch sichtbar freigelegt für euch. Also hier drin 99%. Was hast du denn bis jetzt? Der hat doch aber 700 rausgeholt. Sieht nicht wirklich nach 700 aus, oder? Ist das dann immer noch da? Pass auf, ich gebe dir mal noch ein paar Zellen. Da kannst du hier noch weitermachen. Die 700 nehme ich raus. Weil hier nur 6000 reinpassen, 7000 reinpassen, weißt du? Da
bin ich mal gespannt, wenn wir dann so in, ja, wenn wir dann schon zwei, drei Planeten geklettet haben, ne? Was er dann hier rausgezutscht hat. Das bringen wir mal noch zügigst zurück. Ja, so. Grob Richtung. Könnte passen. Dreht sich sehr stabil, muss ich sagen. Bis der letzte kotzt. Ja, wir können ja auch mal eine Weile auf dem Dach fliegen. Hat man auch schon lange nicht mehr. Wie sieht's denn aus? Ja, grobe Richtung passt. Was ist denn da für ein Schnitt drin? Nein, das gehört doch gar nicht da rein. Soll ich mir da rumdrehen? Den Lück? Wollen wir mal so landen? Ja, nee. So gut kann ich nur auch wieder nicht fliegen. Höchstens auf der Gusche. Ja. Schön vorbeigezogen. Ja, sieht albern aus, aber so könnte ich eventuell auch mal noch ein bisschen besser landen. V drücken übrigens. Dann wieder einigermaßen hinstellen. Landen mal auf dem Ding drauf. Auf der Reparatur. Ui, auf der Reparaturstation. Das wäre schon mal schön, wenn wir überhaupt auf dem Haus landen. Ja, aus, rein, raus. Genau, so geht das. Hier ist erstmal alles gut. Du stehst mitten drauf, ja. Hier ist Platz. Hast es nur geschafft mit der Munition. Immer noch nicht. Dann auf 10, 20, 30, 40, 50 raus. 1, 2, 3 raus. Ein. Kannst du die Munition noch bauen? Baust das, dann baust du die drei für die Basis. 1, 2, 3 Kanonengeschütztürme. Die Munition mache ich so rum. Lad die Munition auf und dann kannst du, wenn wir unterwegs sind, zum Mond nochmal bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Viele, ganz viele. Baust du mir nochmal. Hiervon haben wir doch noch mehr. Was meine? Oh Gott, so haben wir eine Munitionskiste. Habe ich nicht? Bin ich? Ja, ich bin völlig durch den Wind. Da hast du wohl recht. Ach mal, warum? So, das machen wir voll. Übrigens, wie sieht's denn aus mit den Ärzten? Ja. Dachte ich mir schon. Da können wir dich hier vorne auch wieder gleich mit reinstecken. Und ja. Da, für alle scroll mal hoch. Gehärteter Stahlblock. Moment, hier ist neues Zeugs drin. Stahlblöcke, richtig. Gehärtete Stahlblöcke, S. Stahlblöcke, L. Gehärtete Stahlblöcke L, der hat nur ein neues Layout. Gefechtsstahlblöcke L, die gibt es nur in L. Masseblöcke, die sind ja einfach nur dafür da, dass du die Masse ändern kannst. Also die haben ein sehr, sehr schweres Gewicht, damit du den Masse-Drehpunkt sozusagen ändern kannst. Betonblöcke, ne, passt. Gehweg und Geländer, Fensterblöcke, ja genau. Wieso haben die dann die Gehwegblöcke? Nicht drüber nachdenken. Einfach akzeptieren. Das nehme ich mal raus. Setz das dahin, dass ich das nicht vergesse bis zur nächsten Folge, denn wir sind schon wieder drüber. Und ich wollte doch wenigstens hier mal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 einsetzen. Wie viel haben wir denn hier? Silizium bauen, kannst du nochmal 200 bauen. Magnesium kannst du nochmal 200 bauen. Neodymium kannst du ja, machen. 900 bauen. Satium bauen kannst du nochmal 900 bauen. Erstmal, wenn sie mal ein paar da haben. Dann kannst du das wegschnupsen. Und hier haben wir ja genau die 18 fertigen. Die packen wir gleich mal hier mit rein. Und ich sage mal danke für eure Geduld. Fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns in der nächsten Folge eventuell wieder zu unserem Let's Play Empyreon Galactic Survival. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski!